Hallo ihr Lieben. Ja, eine kleine Sensation, zumindest eine kleine Sensation für mich. Denn ich tue mich immer wahnsinnig schwer, zum Friseur zu gehen. Doch gestern habe ich es geschafft. Das war mehr oder weniger Zufall. Ich hatte ein bisschen Zeit, weil ein Termin geplatzt war. Fuhr einem irgendeinem x-beliebigen Friseur vorbei, sah, dass es ziemlich leer da drin. Zwei Mädels haben sich irgendwie die Haare gekämmt und dachte ich, komm, jetzt geh da rein. Es ist ja wirklich nicht viel. Es ist ja nur Spitzenschneiden. Ne? Und was soll ich sagen? Spitzen sind geschnitten, sehen super aus. Und nichtdestotrotz ist mein Thema heute, was muss ich tun, damit das auch so bleibt? Ja, also ich habe ja ordentlich Produkte, denn ich habe schon sehr lange, lange Haare. Und was kann ich euch empfehlen? Ja, also was ich euch empfehlen kann, sind, Moment, ich stelle es mal hier direkt in den Vordergrund, sind drei Dinge oder ein paar mehr. Also eins ist, Moment, Brille aufziehen, denn ich muss das ja lesen. Das nennt sich Hair Repair Treatment Moroccan Argan Oil. Also wird wieder behauptet, dass da Arganöl drin ist. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich mache es euch mal auf. Das ist ein ziemlicher Schmier. Also man muss beim Zurücktun in dieses Fläschchen ein bisschen aufpassen. Sonst bleibt das Zeug nämlich am Rand hängen und läuft am Rand entlang. Und dann hat man es an den Fingern, was in dem Fall nichts macht. Dann mache ich sie einfach so auf die Hand und ziehe es mir ein bisschen in die Haare. Dann werden die Haare nämlich so oben drauf, das ist so ein Susan Rakas, oder Susan, wenn Susan heißt sie, glaube ich, wie heißen die Rakas? Naja, die von der Tagesschau, ihr kennt die doch, ne? Dann hat man so ein bisschen den Effekt, dass sie total golden sind. Der Nachteil, wenn ihr wie ich die Haare schon mal aufdrehen wollt, dann wird es schwierig, denn da matschen die Haare dann gerne wieder zusammen. Also so frisch gewaschen und mit ein bisschen was drin, sage ich einfach mal. Also wenn die da hinterher die Maske macht oder einen Conditioner sowieso, oder sonst was, was ihr wieder auswascht, ist das gar kein Problem. Aber, und das ist das nächste Produkt, das ist vom Hair Doctor, auch für die Spitzen. Moment, ich zeige es so ein bisschen ordentlicher. So. Sehr schön, was ich damit auch schon gemacht habe. Und da fielen die Haare zumindest mal nicht so sehr zusammen. Also da fallen sie wirklich zusammen. Das ist ziemlich fett, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist bestimmt nicht fett, also kein Palmin oder sowas, sondern das beschwert die Haare. Das hier ist nicht ganz so beschwerend. Das habe ich auch schon in die nassen Haare. Und dann hat es sich auch wunderbar auskämmen lassen und war vor allem sehr schön glänzend. Das hat mir ganz gut gefallen. Kommt auch ganz normal, sage ich jetzt einfach mal, bisschen flüssiger raus als das andere. Gleiches Prinzip, auf die Hände. Glaubt mir, meine Haare, da passt ordentlich was rein. Ich kann da jetzt noch eine Stunde weiter schmieren und da wird sich nicht viel tun. So, was habe ich noch? Dann habe ich noch, da habe ich auch noch nicht gar nicht so viel davon verbraucht. Da habe ich das Etikett weggemacht, weil ich das manchmal ein bisschen albern finde. Das ist aber von Gliss. Das ist nur für die Spitzen. Das kann sonst nirgendwo hin. Dafür ist es aber gut. Dann habe ich hier noch das Redken-Produkt, All Soft. Ist im Wesentlichen das gleiche wie die anderen. Würde ich aber auch eher nur für die Spitzen nehmen. Ich zeige es euch. So, das ist eigentlich in der Mitte von den anderen beiden. Oh Gott, man sieht, es tropft nicht. Läuft jetzt langsamer. Also das ist das dickste. Ups, ich habe ja schon die Haare hier rum. Das ist flüssiger. Das ist in der Mitte. Also je nachdem, wie ihr es gerne hätte. In der Hand fühlt sich alles gleich an. Also eigentlich ein bisschen wie Creme. Und dann geht man über die Haare. Und ja, also die lesen sich vorher schon kämmen, jetzt lassen sie sich natürlich auch kämmen. Aber das gibt schon, also manchmal denke ich, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, was man isst oder wie es einem geht. Manchmal sind die Haare ja wirklich richtig stumpf. Da kann man machen, was man will. Und wenn ich dann morgens so vorm Spiegel stehe und denke, oh mein Gott, diese Rattenhaare, die muss ich jetzt ein bisschen aufpeppen, dann kommen diese Produkte ganz recht. Ich habe mir vor einiger Zeit, also schon länger her, die Frizz-Ease Zauberformel gekauft. Weiß ich jetzt nicht so richtig, warum die Zauberformel heißt, habe ich benutzt. Ja, ist nicht anders als die anderen, aber ich glaube, es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich weiß gar nicht, da ist noch relativ viel drin. Das gleiche mit dem Sheer Blonde, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt gut für meine blonden Haare.
Aber eigentlich habe ich ein Problem mit diesen Leave-In, aber das ist was ganz Grundsätzliches. Das soll nicht heißen, dass das Produkt schlecht ist, aber ich habe ein bisschen Probleme mit diesen Leave-In-Sachen, also wenn man sich was in die Haare schmiert und drin lässt. Das hier, das kommt ja jetzt wirklich nur so oben. Das hier, ne? Ich gucke hier runter und ihr wisst gar nicht, was da steht. Das kommt jetzt wirklich nur noch so als Hauch oben drüber. Da darf man natürlich nicht so viel von nehmen. Und diese Leave-In-Sachen. Da habe ich so das Gefühl, ich habe die Haare gar nicht gewaschen. Aber wie gesagt, das ist Ansichtssache. Dann habe ich hier noch was, was man sich auch in die Haare sprühen kann, wenn man möchte. Das ist das gleiche mit dem Leave-In. Also, ich habe schon ordentlich benutzt. Also, sprich, kann man machen, kann man lassen. Und das hier ist nochmal, das habe ich einfach, glaube ich, falsch gruppiert. Das gehört also zu dieser und dieser und dieser Gruppe. Na, also zu den Gel. Das ist nochmal von Gliss-Kur. Da komme ich allerdings auch ganz gut mit klar. Das ist diese Tube, wo drauf steht Oil Nutritional Haarspitzenfluid. Also wie gehabt. Das und das wahrscheinlich unterscheidet sich das gar nicht. Ist nur eine andere Verpackung. Bitte nur in die Spitzen. Die anderen Sachen gehen auch in alle Haare. So. Ja, was gibt es noch Neues? Außer dass mir jetzt die Haare wieder ins Gesicht fallen. Nee, es ist. Ich muss ja immer. Packungen, ach genau, das Wort hat mir vorhin gefehlt. Diese Haarkur, ne? Also Conditioner hilft bei mir ja gar nicht. Also die Friseurin gestern, die hat jetzt auch, glaube ich, kein Zusatzprodukt rein. Ich kann mal nochmal, wo haben wir es denn? Ich kann mal nochmal, ich merke gerade, ich kann ein bisschen was in die Spitzen tun. Mache ich nochmal hier so ein bisschen. Halt, das muss man drehen, weil ich mache hier alles hier unten in der Finsternis. So, da, na, geh auf. Hallo, wie weit muss ich dich denn noch drehen? Oh, was ist jetzt? Der lässt sich nicht mehr runterdrücken. Hä? Ach Leute. Was ist der Vorführeffekt? Nee, da vergibt mir jetzt zu viel Zeit. Das muss ich selber nochmal gucken, was da jetzt schiefgelaufen ist, dass das nicht mehr geht. Das ging nämlich die ganze Zeit noch. Ja, also gerne in die Kommentarbox, was ihr macht mit euren Haaren und um eure Haare rum. Ich drehe sie, wie gesagt, nur auf und bringe ein bisschen Glanz rein, wo ich sagen muss, das finde ich okay. Also, ja. Ja, so ist es halt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann immer ihr mich seht. Und bis zum nächsten Mal und liebe Grüße.